Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wie man es unschwer erkennen kann, ich befinde mich hier mitten auf der Reeperbahn. Hinter mir die große Freiheit. Und ich werde die Leute mal fragen, was sind denn die besten Anmachsprüche, die man hier auf der Reeperbahn so machen kann? Mein Name ist Marc Eggers, Johnny Tapia, hinter der Kamera, Hamburger Reeperbahn. Jetzt geht's los, auf geht's. Hallo. Na, wer bist du denn? Aileen, und du? Ich bin der Marc. Wie wirst du denn gerne angemacht, Aileen? Keine Ahnung. Ran an die Banane. Ran an die Banane. Was soll der Mann denn sagen? Hey, wie geht's? Wo geht's für euch hin? Erstmal in die Wodka-Bombe. Was trägst du unter der Jacke? Gar nichts. Ein Hauch von nichts. Ja, ehrlich, du bist der größte Motherfucker. Was ist der beste Anmachspruch? Überall ist 2G, aber du bist 1A. Das ist es. Und was anderes hätte ich nicht erwartet. Ja. Seid ihr da? Wir sind da. Ihr seid da. Natürlich. Was sollen die Leute machen? Liken, abonnieren, kommentieren. Wohin mit den Daumen? Nach oben. In den Po. Was sind denn die besten Anmachsprüche, die man hier auf der Reeperbahn machen kann? Am besten gar keine. Gar keinen will ich heute nicht hören. Mädels, wir sind gerade gestartet. Wir brauchen jetzt gute Antworten. Einfach höflich sein. Ja. Respektvoll. Ja? Ja. Ich rieche eine Fahne. Ihr wart schon unterwegs heute. Nee, wir starten jetzt erst. Dann hast du Knoblauch gegessen. Ja, aber irgendwas ist doch da gerade schon. Ich bin Nathalie. Nathalie, was sind denn die besten Anmachsprüche, die man hier auf dem Kiez machen kann? Oh Gott, ich kann euch mal sagen, was ihr nicht machen solltet. Einfach nur in die Tittys zu starren. In die Tittys starren, weitergehen. Ich besitze auch ein Gesicht, es ist ein tolles Outfit. Das gucken wir uns jetzt mal an. Ja. Als was gehst du denn heute hier an Karneval? Das ist meine innere Persönlichkeit. Ich weiß es nicht. Schaut mal hier, das ist doch mal ein Outfit, oder? Ui. Oh, von hinten sogar auch. Oh, kann ich Werbung für mich machen? Ja klar, natürlich. Hattest du wie als du vom Himmel gefallen bist, weil du siehst aus wie ein Engel. Kannst du einmal Mu machen? Ich kann Mäh. Ich kann Mäh machen. Mach mal einmal Mäh. Mäh. Ran an die Banane. Beste Anmachspruch. Hey, ich bin's, Jamil. Bei dir wäre das dann Marc. Ja, Bro, du guckst mich gerade wirklich an, als ob du mich klären willst. Guck in die Kamera. Hey, ich bin Jamil. Mädels. Ran mit der Kiste. Bester Anmachspruch. Hey, Puppe. Irgendwann fällt mir... Digga, ist die Freundin von meiner Mutter, Digga. Braucht halt Begleitung, weibliche. Soll ich euch eine aufreißen, oder was? Nee, alles gut, Digga. Was braucht ihr? Ja, Digga, ich bin gut in sowas. Die Leute wissen, wenn ich mich darum kümmere, dass jemand eine Freundin bekommt, dann geht's für mich am Ende auf jeden Fall immer gut aus. Klär dir jetzt eine Frau. Danke. Darf ich dich was fragen? Bitte. Bist du Single? Ja. Guck mal hier, das ist der Lukas. Ich hab meine Nummer verloren, kann ich deine haben? Willst du mich f***en? Was? Willst du mich f***en? Das sagst du zu einer Frau direkt? Moment mal ganz kurz. Weißt du, wie viel ein Eisbär wiegt? Genug, um Eis zu brechen. Du musst der Frau immer schön in die Augen gucken und musst ihr sagen, dass sie nicht schöne Augen hat. Wenn du eine Frau wirklich das, wenn die schöne Augen hat, dann wirst du es auch auf jeden Fall merken. Wird das auch auf jeden Fall sein. Wirst du gerade emotional? Ich werde sentimental, bin ich ehrlich. Ich merke das gerade wirklich. Das Thema geht dir nah. Auf jeden Fall, natürlich. Also immer gerne. Dann ist es das auch. Das wirst Bro, du merken. Ich immer das Mikro, Digga. Ich hole mir mal so, einen Drink. Sag ich mal, wie es ist, ne? Ich sag, wie es ist. Wenn du eine Frau... Wie wollt ihr denn hier angesprochen werden? Beste Anmachsprüche. Oh nee, die gar nicht, die gehen gar nicht. Gar keine Sprüche? Nein, auf gar keinen Fall. Bei dir auch nicht? Nein, gar nicht. Für dich? Blonde Haare? Ja. Bist du eine Blondine? Gar nicht die Frage verstanden. Hey, ich bin Jamil. Saufen! Bist du Single? Ja. Mein Vater ist gerade auf der Suche. Beste Anmachspruch hier bei dir heute? Ich habe tatsächlich noch keinen bekommen. Noch keinen bekommen? Was würdest du gerne mal bekommen? Einen kleinen Baby-Tornado für die Kleine. Was ist der beste Anmachspruch, den man machen kann hier? Oh, Per, sag mal einen. Ich weiß, sag du jetzt. Nein, also ich gehe einfach immer hin zu den Weibern im Club und sage ich, ey, du bist echt schön, du bist die Schönste im Club. Und dann kriege ich meistens einen Korb. Digga. Bro, aber du bist doch ein großer Typ, stabil. Ich bin auch hübsch. Fresse nicht so nice, Digga. Sagst du? Nein, weiß ist gut. Nein, weiß ich nicht. Du kommst auf mich zu, als ob wir uns kennen. Ja, kennen wir uns nicht. Oh, da wird gerade aufgerissen bei dir. Reiß mal auf hier heute Abend, ne? Sind mir die liebsten Gäste hier, du. Sind deine Eltern Terroristen oder warum bist du so bombenscharf? Da kommen sie mal ran. Nein. Da kommen sie mal ran. Jetzt gießt mal hier nochmal den saftigen hier. Ja. Da drüben auch nochmal. Helga, komm mal her. Naja, ich habe das gesehen, dass sie das mal brauchen. Ja, wir brauchen. Mal eine schöne Umarmung. Ja, genau. Woher kommen Sie? Aus Österreich? Nein, Bayern, Niederbayern. Aus Niederbayern? Niederbayern, Landshut. Sehen Sie zu, dass Sie weiterkommen. Das ja. Und was hat Sie denn hierher verschlagen auf die sündige Meile? So sündig sehen Sie nämlich nicht aus. Wir waren auf Tina Turner. Tina Turner? Musical, ne? Genau. Und jetzt würden wir die Olivia Jones suchen. Geradeaus, durch und links. Liebe Grüße bestellen vom Jamil. 4583. Hi. Jetzt grüßt mal, ihr seid mit dem Video. Ist deine Freundin noch was? Die andere von der Freundin, die da hinten. Ist das in Ordnung, dass er hier mit der anderen rumzüngelt? Nee, nee, ich bin DJ. Ja, ja, da darf man das. Als DJ darf man, ne? Nein. Willst du das Video? Warte, stopp. Was ist jetzt hier, was ist mit der Konstellation? Ich habe die Dame in der Schlange eben kennengelernt.
habe ich ihr meinen Anmachspruch gedroppt, den ich eben in der Kamera gesagt habe. Was hat er dir gesagt? Er meinte, meine Augen sind so blau wie das Meer, aber das Meer ist nicht so blau wie meine Augen. Und damit habe ich ihre Nummer und ihr Instagram bekommen. Ich war so geflasht, weil ich das habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Ich sag dir, wie es ist, eine sehr gute Partie. Normalerweise wäre jetzt mein Job, ich würde versuchen, dich klarzumachen, aber bei dir, Brudi, ich gönn's dir. Schamlos ein bisschen. Weißt du, schamlos, aber so kennt man mich ja. So ja kennt ich man weiß ja auch nicht, was ich tun soll. Ich heiße Marc Eggers. Ah, hi. Ja. Nee, ich bin DJ. Ja, guter Typ, ohne Witz. Nein, wirklich. Ich weiß noch nicht. Nein, der war gerade bei mir im Interview sehr charmant, sehr sympathisch, sehr eloquent. Halt ihn dir mal warm. Was Besseres findest du heute nicht. Auf diesem Weg einmal ein dickes Dankeschön, wirklich. Ich freue mich so sehr, dass die Videos bei euch so gut ankommen. Das ist alles nicht selbstverständlich. Ich mache mittlerweile auch schon seit, ich glaube, fast 7 Jahren YouTube. Ich liebe das, Leute zu unterhalten. Also seht es auch immer mit ein bisschen Humor, mit so einem Augenzwinkern. Und ja, ich wollte einfach nur mal kurz Danke sagen. Jetzt gehen wir wieder rein. Jetzt labern wir wieder Scheiße. Ihr seid liiert. Ja, ich habe ihn aufgerissen. Jetzt suchst du jemand Neues. Nein. Ach, deshalb. Ist schon in Ordnung. Ist okay, kann man mit leben. Kann im besten Tornado. Wirklich jetzt. Das ist heutzutage das Kriterium, ne? Bei den Damen. Da musst du kein Geld mehr haben oder gut aussehen. Tornado zünden muss man können. Problem ist, du musst halt das können, dass du den Schluckreflex quasi ausmachst. Dass du einfach quasi nur runterlaufen lässt und quasi nicht schlucken musst. Ist das der Trick? Runterlaufen lassen und nicht schlucken? Genau, das ist der Trick. Was ist dein bester Anmachspruch? Der ist der Beste, ich schwöre, der ist der Beste. Erfolg. Warte mal, der ist der Beste. Ich hab Angst um mein Mikro gerade wieder. Der ist aber der Beste, der macht so, ja, Dings. Was ist dein bester Anmachspruch? So, der redet mit dir, ne? Und der legt sich mit der Alten rum. Er macht so, ah. Komm, lass mal beide so machen. Nimm das rein. Was, jetzt eine Pose? Ja. Okay. Sag 1, 2, 3. Ich bin Nathalie Silbersdorf, ich bin Künstlerin. Ist aber fest in der Hand, ne? Ja. Stell mir gerade vor, es sei mein... Natürlich! Der ist bestimmt auch ziemlich klein. Okay, das Mikro ist voll groß, Mann. Wenn man so groß ja, du wünschst es, Junge, du wünschst es. Also gleich packe ich aber aus hier. Was ist der beste Anmachspruch, den man hier so machen kann bei einer Frau? Soll ich dir einen ausgeben? Das würdest du gern hören? Ja. Die Golddigger-Mädels, das sind mir die liebsten. Das Lippenstift auf die Zähne. Oh, ja. Nee, ich sag's ja nur, ne? Am Ende kriege ich wieder Ärger, wenn... Ein Anmachspruch an sich. Es war insgeheim war es auch einer. Kann ich mal entfernen? Ja. Was ich gut fand, was ich mal gehört habe, war so, tun dir deine Füße weh, du gehst mir gerade die ganze Zeit durch den Kopf oder so. Du bist auch ein Augenschmaus. Du auch. Ne? Man hat ja immer, ne? Ja. Beste Anmachspruch, den man hier so machen kann. Brauchst du eine Füllung, du Praline? Ich muss keinen Anmachspruch machen. Ich zeig die hier und dann ist schon alles da. Mach ein Kompliment über die Augen, mach ein Kompliment über das Outfit. Das Outfit ist immer das Beste, wenn du eine Dame erobern willst. Ansonsten be nice und versuche wirklich Augenkontakt zu halten und nicht immer... Ich finde, mein Mikrofon passt in deine Haare. Grüße an Big Tony. Komm her. Komm, dir ist kalt. Alles wird gut, ne? Ja, danke. Komm, passt auf euch auf. Ja, du bist eine Süße. Dankeschön. Du bist echt eine ganz Süße. Dankeschön. Ja, danke, danke. Wir entzwirbeln den besten Tornado Deutschlands. Bist du der von den Elevator Boys, Digga? Das bin ich. Ja, sicher. Wie heißt der nochmal? Tim Checker. Meiner Bruder aber. Was ist dein bester Anmachspruch, mein Jutz? Gib mir ein Bier und dann zieh ich einen Tornado, Digga. Was sagst du zu den Frauen? Gib mir ein Bier und dann zieh ich einen Tornado, Digga. Was sagst du zu den Frauen? Gib mir ein Bier und dann zieh ich einen Tornado, Digga. Was sagst du den Männern? Gib mir ein Bier und... Also Drink ausgeben funktioniert immer. Ja. Ich sehe, habt ihr schon Schnieke Boys am Start, ne? Ich bin Jamil. Oh. Ola Kala, Junge. Hier. Ich habe mich immer gefragt, wer trägt den Scheiß, aber es gibt tatsächlich welche. Ja. Geil, Leute, ich verlinke es unten in der Infobox. Ola Kala. Ist gut oder nicht? Bist du zufrieden mit der Qualität? Safe. Ne? Beste Brand, sag's. Ja, das beste Brand. Aber das ist auch eine Kombo hier, mit Hemd, Ola Kala. Ja, ich wollte es Snoho, aber... Mit dem Pulli wird's nichts, glaube ich. Ey, ist verlinkt unten in der Infobox, Leute. Ola Kala, jetzt wirst du, okay. Bist du Single? Ja. Wie heißt du auf Instagram? Emily. Und du bist auf der Suche nach einem erotischen Abenteuer? Ja, absolut. Ich habe meine Schlüssel verloren, kann ich bei dir schlafen? Wenn du möchtest, könntest du das machen, ja. Okay, cool. Komm, dann gehen wir. Ja, okay. Ich stehe aber auf an. Jungs, es war gut. Ja. War gut? War okay. Was würdest du selber sagen? Sei ehrlich, Digga. War eine 2 aus 10. Beste Anmachspruch hier auf dem Kiez. Anmachspruch? Ich lass mich nicht anmachen. Anua, alles. Anua. Ich blamier mich jedes Mal mit meinem schlechten Englisch, heute nicht. Besten gar keinen. Gar keinen? Muss man ehrlich sein. Bist du irgendwas mit dem Mond und deine Eltern? Sind deine Eltern, wie heißt der nochmal? Der Mond in mein Ghetto-Krach. Nein, sind deine Eltern... Oh, ich glaube, da gibt's nur schlechte hier überall, oder? Keinen guten? Nein. Oh mein Gott. Das ist jetzt keine Schulaufgabe, ne? Also, schwierig. Oh mein Gott, ich habe nicht gelernt für den Test. Ich wurde eben gefragt, ob jemand mit mir mitkommen kann, aber er hat kein Zelt dabei, meinte er.
Was dachte er, du bist eine Pfadfinderin oder was? Weiß ich nicht, was er dachte. Ich bin Camper im Camp Candy. Sind mir alle eingefallen? Oh, sehr gut. Dann gehen wir. Amar! Amar! Amar? Amar! Ode, ode, ode. Jetzt, wenn du so lange nachgedacht hast, das will ich okay. Gehen. Mein allergeilster, wie geht's dir? Gut geht's mir. So, jetzt haben wir hier eine richtige Hamburger Kiez-Legende. Fabian Zart, zart aber herz. Wie viele Jahre Reeperbahn hast du schon auf dem Buckel? 31. Weißt du, was ich die Leute heute frag? Nein. Was ist der beste Anmachspruch, den man hier auf der Reeperbahn machen kann bei einer Frau? Bei einer Frau? Entschuldigung, Fick. Also, der Fick muss freundlich sein. Ich habe meine Nummer verloren, kann ich vielleicht deine haben? Dafür hast du jetzt so lange nachgedacht. Ich bin das Montana Black-Dube von TikTok. Kennst du dieses Video hier? Mach mal einmal so, wie kannst du so sprechen auch? Ja klar, also meine Teamfreunde heute hier an der Reeperbahn. Also ich check nur einmal die Gegend aus, ne, auf ganz entspannt. 1:1 ja. Montana Black. War eine 2 aus 10. Wir beenden jetzt das Video. Okay. Gebt einen Daumen nach oben. Schön, dass ihr zugeguckt habt. Danke fürs Zuschauen, Leute. Daumen nach oben geben. Ich hatte wieder sehr viel Spaß auf der Hamburger Reeperbahn. Geh jetzt nach Hause und penn. Wir beenden gerade das Video, Digga. Ja, finde ich stark. Aber dich kennt man. Und das finde ich auch an der Stelle einfach akzeptabel. Aber das bist ja nicht du, ne? Das bin nicht ich. Den Tornado jetzt mal hier. Wir sind jetzt am Ende des Videos angekommen. Mein Name ist Marc Eggers. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Seht das alles immer mit ein bisschen Humor. Gerne einen Daumen nach oben geben, wenn es euch gefallen hat. Danke an Johnny Tapia, der das Ganze gefilmt hat. Ist auch verlinkt, hat einen eigenen YouTube-Kanal. Ich bin raus und wir sehen uns beim nächsten Video. Auf Wiedersehen. Und abonnieren nicht vergessen. Jetzt einfach mal abonnieren. Komm, ich steig direkt ein, komm. Hättest du nicht so viel Lipgloss drauf, werde ich dich jetzt küssen. Oh. Scheiße für dich. Scheiße für mich. Gleich mal auf hier heute Abend, ne?